darf ich vorstellen, Horst, mein Bambus. Der heißt deswegen Horst, weil er ein horstbildender Bambus ist. Ja. Er sieht ein bisschen niedergeschlagen aus. Das könnte am Schnee liegen. Ich glaube, das da hinten kennt ihr noch vom letzten Unwettervideo. Und der Bambus wirkt heute anders. Generell wirkt der Garten irgendwie anders. Oh, das ist aber hübsch. Im Sommer ist es übrigens unter dem Bambus immer ganz toll. Da gibt es jede Menge Schatten. Und wenn ich das sehe, bildet sich jetzt hier eine wunderbare Höhle in dem Bambus, wo man sich reinsetzen kann und dann fällt einem der Schnee immer gleich klumpenweise in den Kragen. Ich hätte ja großen Bock, jetzt die Drohne mal hochzujagen, weil es ist nahezu windstill, es schneit. Das wären die ersten Drohnen-Schneeaufnahmen, die ich kenne. Also Drohnen-Schneeaufnahmen. Aber ich fürchte, wenn diese Flocken in die Lüftungsschlitze der Motoren kommen, da bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist für eine Drohne. Manche Elektronik quittiert sowas mit Aussetzern. Und Aussetzer sind nicht gut. Gerade im Fliegen ist das nicht gut. Ich rede einen Unsinn, meine Güte. Na, gucken wir mal über den Zaun hier. Ja, das sieht irgendwie winterlich aus. Sehr schön winterlich. Obwohl, wie ich finde, Winter hätte dieses Jahr ruhig ausfallen können. Ich finde es eigentlich auch ohne Winter sehr schön. Vor allen Dingen, weil ich heute Abend noch Auto fahren muss. Ich muss noch bei einer Whisky-Probe bei den Rogues, muss ich dudeln. Das macht zwar immer Spaß, weil Rogues sind sehr gute Kunden. Bei denen hat man immer Spaß. Aber das Hin- und Zurückfahren bei Schnee könnte problematisch werden. Schauen wir mal.